Ja, jetzt sind wir aber wieder da. Runde 2, Illumina. Durch den Bombplant und die Frax hat sich dazu entschieden zu forcen. Natürlich ganz legitime, ordentliche Entscheidung. Zweimal Deagle, Scout, zweimal SG bei Reeds und Innocent. Innocent steht gut. Wartet da auf vielleicht einen Push, der auch gar nicht so unwahrscheinlich ist. Die Smoke hält ihn da jetzt ab. Man hat den Körper aber bereits gesehen. Dennis versucht's. Aber nicht erfolgreich gegen diese Smoke. Eine Minute. Sprout steht gut. Faven geht ein bisschen näher wieder ran an Ivy. Und Dennis holt ein, aber Reeds gegen Faven. Das hat ewig gedauert, aber jetzt Innocent holt sich Kito und Dennis. Beide fallen einfach um. Das darf nicht passieren in Main. Und jetzt ist der Spot offen. Syrson hittet den Anschuss gegen Mono. Jetzt muss er mit der Scout richtig ausrasten, aber Storm zeigt ihm, wie es gemacht wird. Headshot gegen Syrson. Und das bedeutet Speedy, der Richter, muss alleine gegen 4. Das schafft er nicht. Und die Polen sind direkt wieder dran. 1:1. Forceplay-Situation gewonnen. Und man schmeißt Sprout hier in der Geldsituation zurück. Quasi das Rematch der Games Clash Master. Auch da hat Sprout gegen Illumina gespielt. Damals ist man auf Sprouts Seite bis ins Finale gekommen. Und das möchte man hier in Atlanta natürlich auch gerne wieder so erreichen. Und Kito fängt zumindest schon mal gut damit an. Heftige Deagle-Schelle. Auch Mono und Oskarish bekommen ordentlich eine Backpfeife mit Reeds und Innocent. Gleichen das aber insgesamt wieder aus durch den Frag mit Dennis. Wird's beim 3:3 bleiben. Jetzt Reeds mit dem Push. Holt sich Kito. Pusht weiter Richtung Bomb. Aber Dennis gewinnt auch das Duell. Wird gerefragt von Oskarish. Und Speedy im 1:2 mit der B250. Oskarish passt auf. Oh, das ist gut. Das ist clever gespielt von ihm. Hat das Speedy komplett gelesen, dass er da durchkommt. Da ist die Runde für Illumina. Sie übernehmen hier erstmal die Führung. Und die GG-Bet-Live-Quoten 1,8 zu 1,8. Also wirklich auf beiden Teams die exakt gleiche Quote. Und das zeigt auch, wie knapp dieses Head-to-Head ist, wie knapp diese Partie hier werden könnte. Wie wichtig aber auch für Sprout der Sieg ist. Innocent, oh mein Gott. Jetzt hat er Bock. Erstmal direkt wieder die ersten zwei mitgenommen. Und Mono gleichzeitig quasi noch aus Pop-Dog durch. Damit ist es nur noch Syrson 1-on-4. Einfach im Mollo. Versuchen nochmal einen Headshot zu machen, aber da geht nichts rein. 3:1 Illumina. Die Folgerunden nach der gewonnenen Fonsby. Jetzt der erste Fullbuy für Sprout. Das erste Mal Geld, um richtig dagegen zu kaufen. Triple M4, Doppel AWP bei Faven und Syrson. Boah, schöner Versuch von Faven. Da mal mit der Flashbang. Einfach weggedonnert. Nimmt ihn da auch einfach sehr viele Chancen, einfach da wirklich mal einen Nadelstich zu setzen. Und damit muss man sich wieder weiter zurückziehen. Die Kontrolle bleibt bei Illumina. Bisher aber noch kein klarer Aufbau zu sehen.
Mono jetzt in Richtung der Rampen unterwegs. Kito im Pop. Noch 30 Sekunden. Bisher nicht viel passiert. Jetzt kommt der Molo für Pop. Der spreadet nicht weit genug, um Kito anzuzünden. Der kann sich weiterhin verstecken. Sjursson hält Richtung B. Da soll jetzt auch der Zugriff gestartet werden. Speedy wird sehr, sehr wichtig sein, dass er da einen mitnimmt. Sjursson mit dem ersten. Speedy unterstützt ihn da. Sjursson, schöner Flick. Sjursson fast mit dem dritten, aber Speedy passt auf. Und da ist eben genau dieses Crossfire. 4 Sekunden, keine Chance, die Runde zu holen. Sprout mit dem 2:3. Die Zeit läuft ab und immer weiter tickt die Uhr. Die Hälfte der Zuschauer schlafen bereits ein. Dann kommt der Zugriff, aber Sjursson und Speedy machen da das Crossfire perfekt. Und damit hat man diese Runde mitnehmen können. 2:3 für Illuminar, aber Sprout in Angriffslust. Selber bei nochmal, selbe Situation nochmal. Illuminar auch mit den gleichen Möglichkeiten, aber das Geld ist jetzt auf Null bei den Polen. Sjursson, jawohl. Da piekt man rein, aber nur einmal. Sjursson zieht sich weit zurück, um dann die Kontrolle zu haben. Smoke kommt. Sjursson nimmt nochmal eine andere Position ein. Flashbang kommt Richtung kleine Rampe. Stomp möchte gerne ran, aber er kommt nicht durch. Jetzt schafft er's. Und er macht sogar den Frag gegen Dennis. Bombe damit gelegt. Sjursson geht close distance. So gefährlich, so schwierig für ihn. Er schießt daneben. Paven jetzt super wichtig, aber Oskarisch fährt ihn um, bis Kito ihn refraggen kann. Dauert es zu lang. Stomp mit 10 HP könnte zum entscheidenden Spieler werden. Mit dem Molotov nochmal die Zeit, die Night. Die Bombe tickt weiter und weiter. Stomp möchte nochmal ranpieken. Undiffuse geht rein in der Smoke. Erster geht daneben und er wird einfach ausgehalten jetzt. Da wird einfach ausgehalten. Der Diffuse wird durchgezogen. Oh mein Gott, nein, Innocent weiß, wo die Bombe liegt. Oder war das einfach nur wieder mal ein Diffuse-Kit, was den Sieg hätte bringen können? Don't be a loser. Bayer Diffuser, dann wäre das Ding nämlich sicher gewesen. Aber nein, 10 Sekunden sind einfach zu lang. Vier-zwei. Illumina schafft wieder eine Runde, bringt das Geld weiterhin durch. Und Sprout ist jetzt gebrochen. Sprout jetzt auf der schwierigen Position. Raven und Sjursson, beide jetzt Richtung Ivy, wollen den gleichen Crossfire-Moment wieder ausnutzen. Reitz geht dieses Mal ohne Flashbang weit nach vorne, versucht da auch direkt irgendwas zu finden. Das macht er gegen Faven mit dem ersten Kontakt. Die Dings fallen durch, Dennis kriegt einen als Antwort, aber dafür klatscht es halt auf dem ganzen anderen Gelände. Wie wild, Speedy jetzt der Letzte, und auch der kriegt nichts mehr raus. Fünfte Runde, Illumina, gute T-Side-Performance bisher vom polnischen Squad. Dennis, ey. Brennt da einfach mal komplett den Molotov. 36 HP noch, ohne irgendwas daraus zu nehmen, aber Faven, mit dem hat man dann nicht gerechnet, so close. Bringt jetzt erstmal den Entry auf Seiten von Sprout. Dennis, oh, unglückliches Timing, Stomp fällt raus, Sjursson, den muss er setzen, den ersten hat er, den zweiten hat er gesehen,
nicht flott genug, zieht sich dafür raus und Kito, super Timing, Bombe gedroppt, jetzt noch gegen Flop, da ist es Kito, mit dem 2K zum 3:5. Die Glocke wird geläutet und die Runde geht auf Seiten des deutschen Teams. Der schnelle Versuch. Wieder der Molotov. Dennis möchte ihn so werfen, dass er eine kleine Gap hat und pushen kann. Und das passt ganz gut. Der Molo davor hat noch seinen Teil getan. Dennis ist durch. Dennis ist durch. Der Molotov brennt, wird gelöscht. Der Spread hätte gereicht. Ein Schuss gegen Reeds. Eine nach dem anderen. Aber er fällt einfach nicht. 13 AP überlebte das Ganze. Der Full Force von Illumina. Verzweiflung auf 0. Und Sjursson für die kleine Rampe, für die große Rampe oben. Kommt der Drop, kommt er nicht. Wieder die Flashbang, wieder Speedy, der hier ein Doppelding mitnehmen muss. Und gegen Mono das Zeitliche segnet. Sjursson versucht es, hat den Spieler gesehen, aber aus Coverage mit dem perfekten Timing. Jetzt also Faven und Kito hier langsam im Schleichmodus unterwegs. Dennis muss gerefragt werden, und zwar jetzt Kito. Und das dauert viel zu lang. Kito mit dem zweiten, der ewig braucht, aber er kriegt ihn dann noch. Stomp und Reeds gegen Faven und Kito. Machbar ist der Retake allemal, aber Stomp ist da mit der AWP. Jetzt wieder der Undefuse-Versuch. Aber das Knife geht dieses Mal nicht durch. Er versucht dann nochmal dagegen zu setzen. Aber es ist nicht drin. Nochmal das Knife ausgepackt. Was sind das denn für Runden, Mann? Eieieiei. Sehr wildes Rundenende an der Stelle. Ascent, nächster Headshot gegen Kito. Auch das ist wieder eine Runde mit Pistols. Für Sprout wieder schwierig, die durchzubringen. Der Kopf ist zu sehen, aus Courage reicht das. Und da ist die nächste für Illumina. Super unlucky, dass man diese wichtigen Byrons, die man eigentlich mit besserem Equipment spielen kann, weil Illumina teilweise zum Force gezwungen wird, nicht umwandeln kann. Und dadurch Illumina wirklich in jeder Runde Geld, können immer gut kaufen, oder einigermaßen gut forcen zumindest. Und das reicht gerade gegen Sprouts. Die finden keinen Weg dagegen und liegen jetzt schon 7:3 hinten auf ihrer CT-Seite. Lange hat es gedauert, bis Kito ihn da bekommt. Am Ende gewinnt er das Duell aber und auch Mono bekommt den Anschuss von Sjursson. Dennis hat da quasi zwei Positionen, die er halten muss. Macht das Ganze nicht einfacher, definitiv. Zugriff startet, soll Richtung A gehen, 30 Sekunden noch. Wieder so ein Late Execute versucht, der hat vorhin für Sprout besser funktioniert, da kamen sie besser klar mit. Nächster Headshot, Kito ist es wieder, der guten Schaden macht. Kito mit 2, mit 3 und Kito fast mit dem 4K und damit auch dem Ace dann am Ende. 4 hat er nämlich sogar schon. Er hat ja auch den ersten machen können. Und das heißt, Stomp versucht die AWP zu saven.
Jason bekommt er zumindest. Und die Runde geht über die Zeit an Sprout. Jetzt bin ich gespannt. Das Geld wieder reicht zum Force Buy. Könnte sogar reichen bei Illuminar. Und dann ist es wieder eigentlich eine Möglichkeit für Sprout, einfach Illuminar mal zu brechen und Folgerunden aufzubauen. Aber an der Position sind sie bisher immer gescheitert. Erstes Timeout, gezogen von Sprout NK. Möchte hier gerne intervenieren. Zu 4, Runde 12 läuft. Da ist der Force nochmal von Illuminar. Hat so oft schon funktioniert gegen Sprout. Jetzt darf es nicht nochmal klappen. Jetzt muss Sprout die Runde holen und sich die Equipment Economy Dominanz endlich mal sichern in dieser Titelseite. Um hier ein bisschen mehr Kontrolle auf das Spiel ausüben zu können. Der Ivy zu zweit, Oskarish auch mit der Bombe. Möchte da also ein bisschen mehr Scheiben in Richtung Ivy machen. Stomp kommt jetzt auch zurück, auch vielleicht dann Richtung Main aufzubauen, also der A-Spot das Ziel werden soll. Und Reeds kommt ran. Oh, was zum Teufel! Perfekte Flashbang, aber er headshottet Faven noch, bevor er ihn rausholen kann. Und Reeds macht 2. Und wieder der Double Kill. Kaum Schaden gemacht. Kito muss ran. Verliert ebenfalls das Duell. Und das ist das gleiche Spiel. Das gleiche Lied, was Sprout hier dieses ganze Spiel über passiert. Und dieses ganze Spiel über zu einem riesen Problem für die Sprösslinge wird. Dass sie zwar die Fullball-Runde holen, aber dann gegen den Force überhaupt nicht in die Runde reinkommen. Sofort irgendwo rausgepickt werden. Und Illuminar gewinnt dementsprechend die Terroristen-Halbzeit auf Train. Sprout immerhin nicht wieder gebrochen. Können jetzt erstmal nochmal komplett reinkaufen. AWP für Sjusson. Auch durch den Save natürlich so ein bisschen die Karten gespielt. Aug, R4 und AWP. Und die Domina kann so viel machen, wenn sie diese Runde jetzt holen. Dann haben sie Geld bis zum Ende der Halbzeit, haben Sprout gebrochen. Und können hier locker mit Double Digits das Ding beenden. Für Sprout ist das eine Key Round, die sie nicht verlieren sollten. Unter keinen Umständen. Molotov Nummer 1, Molotov Nummer 2. Oh, schön gemacht. Der Molotov wird direkt gelöscht. Smoke schon vorher geworfen. Kito, also der Verteidiger. Eiserne Soldat im Pop-Doc. Faven steht auf der richtigen Seite, wird von der Nate nicht getroffen, kann weiterhin Ivy halten. Die Positionen passen bei Sprout. Jetzt müssen die Duelle gewonnen werden. Und jetzt kommt der Zugriff. Sjusson mit dem ersten und er zieht sich zurück. Clever, nicht nochmal nachzupieken. Faven bleibt close. Nutzt die Minigap, würde hier den Zugriff sehen, wenn es über Ivy geht. Flashbang passt. Faven läuft einfach in die Smoke und kann dementsprechend Death bleiben.
Und Stomp will da den Schuss setzen, aber wird rausgenommen. Dennis und Kito ebenfalls. Und das war doch mal eine perfekt ausgespielte Runde von Sprout. Gute Kommunikation, perfekte Positionen, die Duelle gewonnen. Und dann ist die Runde auch gar nicht so schwer. Und direkt der Timeout, direkt die Pause gezogen bei Illuminar. Illumina. Gebrochen. Geld ist weg. Eine Runde muss man hier jetzt in die Full Economy. Sprout kämpft um den 7:8 Stat. Und sie ist dann wieder der Erste. Anschuss gegen Stomp. Sitzt Speedy wieder auf dem Zug oben drauf. Spielen hier die Executes sehr ähnlich an. Jetzt hier die kleine Rampe. Mal gucken, wo kann man den ersten Frag setzen. Was macht man jetzt auch bei Illumina mit dieser Economy? Wie möchte man rangehen? Der B-Spot natürlich sehr klassisch. Einfach voll Commit draufrennen. Schauen, dass man irgendwie den B-Spot schafft. Syerson schießt daneben. Wird geholt von Reed. Speedy muss jetzt alleine regeln. 1, 2, 3. Speedy, Spray-Transfer. Klappt nicht ganz. Bombe liegt 3 gegen 2. Waffen können aber nicht gepickt werden. Man muss erstmal weiter mit Pistols spielen. Das heißt, der Retake muss schnell gehen. Sprout muss da jetzt nach vorne und gucken, dass sie hier die Kontrolle zurückerlangen. So eine Runde verlieren wäre unglaublich bitter. Und da kommt die Schelle von Reed. Dennis ist aber schon durchgepusht. Dennis, oh Gott, er schießt daneben. Und Reed dreht sich um und gibt ihm das Duell. Und das ist unfassbar. Reed mit dem 3K an der Diegel. Einfach rumgespielt um den Zug und das darf halt nicht passieren. Full Economy mit Pistols verloren. Und Reeds mit einem 5K, mit einem Ace. Boah. Boah, sind das krasse Shots gewesen. Ace für Reeds. Oh, 5:9, ey, die Runde tut so weh. Nicht nur, dass man gegen Eco verloren hat, man hat auch das komplette Geld, die Economy-Vorteile und Dominanz verloren und das eben zur letzten Runde der ersten Halbzeit. Also schlimmer hätte es nicht gehen können. Schlimmer hätte es nicht passieren können. Und damit jetzt Faven. Schöner Headshot. Ja, Syerson findet den Anschuss, reicht aber halt nicht. Halt nur eine Scout, das heißt Speedy. 1 gegen 3. Timo, verhindere die Double Digits der Polen. Hau sie um jetzt. 1 Minute noch. Und er schleicht vor, aber er wird von der Grundlinie abgeholt. Starke Partie bisher von Illumina. 10:5, Double Digits für die Polen. Sprout hat große Probleme gehabt hier auf der CT-Seite. Und jetzt heißt es auf T zu brillieren. Mal gucken, was sie uns noch zeigen können.
Und damit sind wir zurück. Herzlich willkommen bei der DreamHack Open in Atlanta 2019. Das deutsche Team Sprout, die einzige deutsche Vertretung hier, hat bisher große Probleme gegen Illumina, aber das ist noch nicht entschieden, diese Partie. Jetzt auf der T-Seite. Die Pistol Round wäre schon mal ein guter Start. Reeds macht schöne Headshots. Faven nochmal dran. Und Speedy mit dem Knife gegen Stomp. War das starke Spiel. Speedy macht die Runde hier auf und jetzt liegt die Bombe. Und jetzt liegt die Runde auf dem Silbertablett von Sprouts, wenn Reeds hier nicht mehr ausrastet. 1-2 Reeds. Hey, Kontakt ist dabei. Lässt sich hier nicht sehen. Clever gespielt, einfach immer weiter mit dem Rückwärtsgang weg. Oh, Anschluss nochmal von Reeds, nochmal der Undefuse-Versuch, aber Faven ist am Ende im Gesicht. Und da ist sie, die zweite Pistol-Round von zwei von Sprout. Beide Pistols geholt. Jetzt halt die Folgerunde nicht abgeben, jetzt irgendwie damit die Kontrolle aufrechterhalten. 6-10. Speedy close. Steht auch Anti-Flash, falls man reinpushen muss. Das ist der Force-Buy von Illumina. Der hat letzte Halbzeit schon funktioniert. Da hatte man aber durch die T-Seite und den Bomb-Plant bessere Ausgangslage. Jetzt muss man mehr mit Pistols arbeiten. Stomp der Einzige mit einer Scout. Innocent. Ah, lässt einen durchspringen, den zweiten hat er. Schöner Headshot. Weiter die Kontrolle halten. Innocent mit zwei Schellen. Jetzt Dennis muss aufpassen, schafft es nicht gegen Oskarisch. Und die Runde sieht wieder schwierig aus. Jetzt Kito macht immerhin zwei Two-on-Two-Situationen. Aber immer noch ist diese Runde sehr, sehr gefährlich. Innocent mit der AK. Und er hat schon zwei weggeklickt. Er hat Rüstung und Helm. Nächster Frag von Innocent. Bombe gedroppt. Das war's. Die Runde ist durch. Sprout verliert mal wieder eine Faustballrunde. Das ist unfassbar. Das ist so schwierig. Oh, das tut so weh. Und Mono macht's zu Ende. 11-6. Es bringt einem nichts, wenn man alle Pistols der Welt gewinnt. Wenn man die zweite dann immer wieder abgibt, weil dann verliert man im Endeffekt mehr Runden als ohne Pistol. Ah, ist das schade. Innocent 3K. Auch wieder starke Deagle-Headshots da, die er setzen konnte. Und damit Sprout jetzt im Force-Buy-Zwang. Muss da runterhalten. Oh, Kito, wichtige Eröffnung. Jetzt hier die Runde gut zu starten. So ist so ein, dem superschnellen Reaction-Shot. Boah, bei Innocent, was ein krasser Spray-Transfer. Kontrolle ist da, Speedy hat keinen Bock mehr. Schießt hier jetzt auch zurück. 2-3 Unterzahl. Mono nochmal gegen Sürson. Jetzt Oskarisch. Da war der Versuch, aber er wurde im Keim erstickt. Auch der Force Buy geht an das polnische Team. So, Sprout muss jetzt sparen. Eine Runde. Oh. Oh, die Quoten. 7,61. Mittlerweile natürlich bei den Live-Quoten der Buchmacher. Aber ja, jetzt muss man erstmal eine Runde sparen. Illumina bisher keine Probleme gehabt gegen Pistols von Sprout. Ich denke nicht, dass sie sich hier das Ding nehmen lassen. Also eigentlich kann man mit einem 13-6 rechnen. Und dann heißt es für Sprout alles holen, was geht. Irgendwie. Ah, Stomp steht da. Der Sprung von Speedy klappt nicht ganz so, wie er ihn gerne gehabt hätte. Zu viel Schaden da genommen. Letzter Pistolzugriff auf den Bombplant. Stomp. Sprayt runter, kriegt er aber keinen. Das dürfte für die Bombe reichen. Reicht definitiv für den Plant.
Damit läuft der Retake jetzt, aber Innocent, Mono, jeder bekommt ein Stück vom Kuchen und da ist einfach alles zu koordiniert und zu präzise. Das wird ebenfalls fallen, die Bombe wird defused, zumindest noch mal ein Plant-Geld hat man mitnehmen können bei Sprout. Jetzt also in die nächste Runde zu blicken. Die 20. mittlerweile. Und Sprout. 7 Runden liegen sie hinten. Und damit startet die Key-Round für die Sprösslinge. Alles oder nichts. Mehr oder weniger alles oder nichts. Es ist noch nicht der Lose dann, aber man hat dann kein Geld mehr. Illumina kann sich locker auf die 15. Runde schießen und dann muss man hier aber ein ganz anderes Counter-Strike spielen. Also diese Runde ist sehr, sehr, sehr wichtig für Sprout, um in diesem Best of One Nummer 1 erfolgreich abschließen zu können. Molotov brutzelt aus Karish ein bisschen, aber nicht wirklich merkenswert. Back gegen Dennis sitzt von aus Karish. Mono gewinnt das Duell gegen Faven. Kito fällt. Ja, Speedy. Ich weiß nicht, was ich kommentieren soll. Das ist so krass. Einfach jedes Duell verloren. Styrson möchte nochmal ein Ace spielen. Zwei hat er schon. Jetzt noch 36 HP, 30 Sekunden, Bombe auf dem B-Spot gespottet. Ohne Möglichkeit, da was zu machen. Syrsol kriegt vielleicht noch die AWP durch. Das wäre das Beste, was er in dem Fall rausholen kann. Mehr wird da nicht passieren. Und Illumina geht ja weiter nach vorne mit 14-6. Was macht man jetzt mit der gesaveten AWP? Was ist möglich? Forcen, nicht forcen? Karish hat den richtigen Riecher, hat ihn auch gesehen, aber beide verfehlen sich. Reed steht immer noch gut. Sprout ist bereit. Das ist gut, reicht aber trotzdem nicht. Reed gewinnt auch dieses Duell gegen Faven. Nächster Eröffnungsshot. Also der Force Buy ist zwar auf 0 bei Sprout. Zwei Pistols. Es geht bei Kito. Overall versucht man da nochmal was rauszuholen. Aber diese Runden sehen ein bisschen mehr nach Verzweiflung aus. Und auch hier jedes Duell geht gerade in Richtung der Polen. Sprout, ich weiß nicht, was los ist. Letzten Wochen stark aufgespielt. Und hier gerade läuft nichts. Vielleicht ist es die Distanz, bis nach Amerika zu fliegen. Vielleicht ist es der Gegner, vielleicht ist es die Map. Vielleicht hat man auch einfach einen schlechten Tag erwischt. Aber es läuft nichts. 15. Runde für Illuminar. Und damit auch eigentlich der Map-Win. Also das, so gerne ich die deutschen Teams anfeuere bis zum Umfallen. Aber 9 Runden in Folge gegen das Illuminar gerade. Das wird schon sehr, sehr, sehr schwer, diese Aufgabe.
Wilson versucht's. Logischerweise nochmal der Force auf 0. Lässt man sich ein bisschen Zeit, hofft auf Pushes von Illumina, hofft auf Fehler. Aber Illumina hat nicht die Absicht, hier irgendwas noch abzugeben. Bisher nur die Pistole verloren gegen Sprout auf dieser Halbzeit. Und Stomp. Ah, wird abgesmoked, schön zusammengespielt, aber Mono steht ebenfalls da, aber er verliert das Duell gegen Speedy. Stomp holt auch keinen mehr. Kito ist da, Faven jetzt oben auf der kleinen Rampe, gibt sich Mühe dagegen zu arbeiten. Bombe liegt. Ist das die Knochenregelrunde? Spielt Sprout nochmal mit. Speedy mit den kleineren Shoulderpeaks. Innocent ist der erste, der nach vorne geht. Kito wird umgefahren. Jetzt muss Speedy aufpassen, wird von zwei Seiten gepusht. Bombe liegt und tickt aber schon. Innocent mit dem nächsten Frag. Jetzt ist es Sürson. Wichtiges Ding dagegen aus Karisch, aber Reach passt auf. Und das heißt, Faven muss die Bombe verteidigen. Er ist bekannt. Undefuse kommt durch. Und die kleineren Peaks auf Faven. Komm jetzt, komm jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, da wird aber nochmal reingeschwitzt. Das wäre fast daneben gegangen. Aber immerhin die Runde nimmt man ehrenhaft nochmal mit zum 7 zu 15. 8 Runden wären es noch in Folge für die Overtime. Oscarish. Schöner Flickversuch. Steht jetzt der Flag drauf, dass man ihn pusht. Nate kommt rein, jetzt zieht er sich sogar zurück. In dem Moment, wo man nach vorne geht. Oscarish kommt. Kito ebenfalls da, aber Oscarish trifft. 1 für 1 straight. Noch alles offen. 1 Minute 10. Die Waffe. Hat die Waffe gesehen. Damit ist der nächste Frag sicher. Da lässt er sich nicht von verarschen. Und Innocent kommt jetzt die Grundlinie gepusht. Das ist ein perfektes Timing. Er sneakt einfach durch die Smoke, aber verliert gegen Sürson. Bitteres Duell, was er hier abgeben muss. Aber dafür wird Sürson von Oscarish und Mono umgefahren. Und jetzt ist es Faven 1 gegen 2. 40 Sekunden, er hat die Bombe und er gewinnt das Duell. Zum zweiten Mal ist es Josef, der hier zweimal im Clutch Sprout auf Train den Hintern rettet und sie hier in der Map hält. Noch 7 Runden. Und hier erstmal für Illumina, glaube ich, die Economy, wenn ich mich nicht täusche. Ja, eine Runde mit Pistols jetzt mal. Sprout kann weiterkämpfen. Das Spiel ist erst vorbei, wenn bei Illumina die 16 oder bei Sprout die 15 steht, weil dann sind wir nämlich in der Overtime. Dann geht's weiter. Oh, Dennis. Hört die Steps natürlich Richtung Ivy. Gibt sich da auch keine Mühe, das zu verstecken bei Illumina. Kito hat große Probleme. Nimmt da sehr viel Schaden. Am Ende ist die Waffe irgendwann mal leer. Jetzt wird er sogar abgeholt von Mono. Teures Ding, aber Faven ist gerade gut drauf. Sie hört dann nochmal mit dem No-Scope. Wenn schon, denn schon gegen Innocent. Und Stomp ist bekannt. Meine Güte, der überlebt wieder lange. Er holt noch einen, bevor ihn Sürson dann endgültig aus dem Sniper lässt ballert. Aber die Runde geht durch. Sprout kämpft weiter. Die Kettensäge ist schon durch den Baum durch. Aber noch steht er. Die große Sprössling-Eiche. Es bedarf nur einem etwas stärkeren Windhauch von Illumina und dann
fällt sie um und ist geschlagen. Aber noch ist dieser Windtoss nicht da. Der sternklare Himmel und die sanfte Brise reichen nicht. Sprout ist weiter in dem Kampf. Oh, Mono. Schöner Monotop. Verhindert den schnellen Go. Jetzt nochmal mit der Flashbang. Faven zusammengespielt und damit auch zusammen gewonnen. B-Spot und Kontrolle. Schöner Doppel-Molotov. Verhindert, dass man dahinter weggeht. Stomp nimmt einiges an Schaden, bis er da kommt. Und die Bombe liegt für Sprout. Das sieht dann im schnellen Safe aus. Illumina, kein Interesse daran, jetzt nochmal Richtung B zu gehen. Das ist definitiv die 10. Runde für die Sprösslinge. Double Digits. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass wir das noch sehen, dass Sprout hier auf 10 kommt. Warum nicht gleich so? Warum jetzt auf den letzten, allerletzten Drücker? Man muss es doch nicht absichtlich so spannend machen. Man kann diese Partie nur noch über die Overtime gewinnen. Noch immer 5 Runden, 5 Matchpoints. Pause jetzt, wahrscheinlich von Illumina. Da sehen wir sie nochmal, die Arena in Atlanta. Zweite taktische Pause. Runde Nummer 26. Sprout hat keine Möglichkeit mehr. Keinen Spielraum für Fehler. Alles muss passen. Reeds steht jetzt close in der kleinen Rampe. Kito, aber jetzt nicht Wege nach vorne, denn ist direkt mit dem Refog. Der war wichtig, jetzt nicht auf den eigenen Mage schießen, Innocent in der Grundlinie. Und kommt mit der Bombe drauf, die Bombe wird wieder gelegt. Krass, wie perfekt man jetzt diese Explodes hinbekommt. Die letzten Runden davor hat es nicht funktioniert. Man wurde immer in jedem Duell geschlagen. Und jetzt, wenn es plötzlich mit dem Rücken zur Wand heißt, Niederlage nach einer Runde, wird hier aber in einer Perfektion Counter-Strike gespielt. Positionen passen, Refracts sind da. Und das ist wieder sicher. Syrsa mit dem nächsten geht und Innocent, Mono und Storm können nur das Weite suchen, können nur gucken, dass sie hier irgendwie wegkommen. Und dementsprechend wird das definitiv die 11. Runde für Sprout, 11:15. Und das heißt, wir haben hier die 5. Runde in Folge für die Sprösslinge gesehen. Jetzt fehlen noch 4. Doppel-AWP für Illumina. Geld jetzt wieder ordentlich. Möchte das Ganze hier ins Körbchen bringen. Möchte hier dieses Spiel endlich beenden bei den Polen. Man will jetzt hier mit dem Momentum, was Sprout hat, nicht mehr in die Overtime. Das will man nicht. Syerson sieht einen, Syerson sieht zwei. Jetzt muss man aufpassen. Syerson hat unglaublich viele Positionen jetzt bekannt. Und da will er jetzt aufpassen. Clever mit der Smoke gespielt. Syerson hat halt die Nate in der Hand, ist zu sehen. Und Stomp holt sich den Entry-Frag gegen Syerson, der so wichtig war bisher im Spiel. Zusammen mit Faven, auch der macht ein sehr gutes Game. Innocent holt sich Dennis. Der da ein bisschen Bunny-Hoppen durch Main springt, aber absolut keinen Fokus hat. Ah, oh, da ist der nächste. Faven auch da. Und 2 gegen 5. Schade, dass es dann so eindeutig und so vernichtend und zerstörerisch endet. Flawless Round.
16-11. Es war nicht mehr so deutlich, wie es hätte sein können bei dem 15-6 Standing. Man hat sich nochmal kämpferisch zurückgemoved, versucht hier eine gute Figur zu machen, aber die Overtime war zu weit entfernt. Der Vorsprung zu groß von Illumina Gaming und Sprout. Verliert das wichtige erste Best of One, fällt damit jetzt ins Lower Bracket. Speedy und Co. müssen also hier noch zwei Best of Threes gewinnen, um in die Top 4 zu kommen, um ins Halbfinale einzuziehen. Ein Gegner wartet morgen